Also nicht sonderlich jetzt. Ne? Da habe ich eine Schmalze hingesetzt, ja. Es wird einfach Zeit, dass mehr gebaut wird. Schöner Weg. Und natürlich die Waffenschmiede muss noch angeschlossen werden. Nein, die geht nur hier hin. Okay. Und vielleicht kann ich das Einlagern von Fisch noch ein bisschen beschleunigen. Wo könnte ich denn das noch hinlegen? Ja, das gäbe es denn total überhaupt nicht. Ritter hat einen. Findet Gold, Jungs! Ich habe da nur einen gesteckt. Jetzt sind es auf jeden Fall drei. Habe ich noch mehr als drei gemacht jetzt? Ne, doch, fünf habe ich jetzt. Toll. Sind ja also scheinbar nur zu langsam gewesen. Sehr gut. Ja, dann mach doch mal fünf, wenn ich hier fünf machen kann. Ne? Ich brauche nämlich ein paar Soldaten und so. Ey, Framerate, bleib so stopp. Was ist denn jetzt schon wieder? Durch dieses, ja, das ist in der Wüste, das soll er doch. Kann er sich über sein Stück Wüste, das er jetzt hat, freuen. Ich fürchte, das wird auch ein Wachhaus, das heißt, mein Fischer hier gleich wieder abfackeln. Okay, dann reißen wir den gleich wieder ab. Wahrscheinlich wird es jetzt kein Fischerhaus, sondern nur ein Holzfäller oder sowas, aber. Erstmal warten, bis das hier fertig wird. Vorher fange ich den Bauernhof gar nicht erst anzubauen. So. Hätte ich denn hier überhaupt Platz? Nein, hätte ich nicht. Doch, da habe ich. Da habe ich Platz. Gut. Sieht es inzwischen militärmächtig beim. Oh, ich bin aufgestiegen. Ich bin jetzt ober dem Gelben. Mhm. Da baue ich Schmalzen alles und dann geht das ab hier, ne? So, also richtig ab geht das dann, ne? Es geht so ab, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie das abgeht. Harter Weg. Nur die Harten kommen in den Garten. Nein, hier könnte ich noch so. Vielleicht bringt es ja irgendwas. Wunderbar. Wunderbar. Bringt überhaupt nichts, aber hey. Sieht einfach nur gut aus. Ne? Ist auch schon mal viel wert. Weil ich da ja eh nichts hinbauen kann, ohne es zu riskieren, dass es gleich wieder abfackelt. Hm, der baut hier am Wachhaus. Dann hätte ich vielleicht doch. Nein, da wahrscheinlich nimmt der jetzt gleich meinen Platz hier ein. Kann ich leider keine Flagge hinbauen, weil da schon eine Flagge steht. Ja, er hat Gold gefunden. Das ist schon mal gut. Gold alleine reicht nicht. Ich brauche noch mehr Gold. Und dann brauche ich noch viel mehr Gold. Und dann brauche ich so richtig viel Gold. Da, 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 da. Da, 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 da. 33%. Marschieren. Ah ja, die marschieren schon los. Den Stein wird er wohl verlieren. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Geht mal gar nicht hier. So, ich hab drei Angler, ne? Und ich hab noch eine Angelrute. Angelrute, hier muss ich gucken, ja. Hey, Süße, willst du mal meine Angelrute sehen? Sie wollen an dieser Stelle gerufen werden. Auch eine Möglichkeit, sich die Zeit zu merken. Na komm, vereint mein Reich. Ich bin so weit in den Osten expandiert, dass ich wieder im Westen rauskam. Ich bin als erstes nach Frankreich und nach Polen einmarschiert und am Schluss habe ich mich dann so zwischen Amerika und Asien gefunden. Auch gleich Kohle in der Nähe. Das ist okay, wir markieren hier schon mal Eisenminen für später.
Also hier auf jeden Fall schon mal eine Kohle. Mir, was ist denn los? Ihr Ritter hat ein Gebäude eingenommen. Da bin ich mal voll dafür. Jetzt weiß ich nicht, soll ich das anfangen zu bauen, weil sonst bringt mir das gleich wieder ab wahrscheinlich, aber ich mach's einfach trotzdem mal. Das muss ich leider so anbinden, weil anders geht es nicht. Also geht schon, aber ich hätte auch gern eine Verbindungsstraße zwischen Ost und West. Moment, ich kann auch hier unten jumpen. Ja, ich sehe schon, ich habe da gut geplant. Okay, ich würde sagen, wir markieren mal hier eine Eisenmine und da eine Eisenmine. Da habe ich eine Kohlemine markiert. Dann muss ich hier dann markiere ich mal noch eine Kohlemine. Goldschmalze hier. Goldschmalze da. Lagerhaus hier. Lagerhaus, so. Hier gibt es viel Kohle, aber wenig Gold, wie es aussieht. So, gleich mal eine Straße hier runterbauen. Und eine Straße hier ruf. Zur Not muss ich halt erstmal nur mit einer Mine auskommen. Reiß mal ab. Baue ich so oben hin oder unten hin? Das ist wahrscheinlich scheißegal. Da muss ich mal durch meinen schönen Wald bauen, aber das geht halt nicht anders manchmal. Manchmal geht es halt nicht einfach nicht anders. Aber ich kann auch hier rüber noch bauen. Die Förster haben noch. Was ist los? Durch dieses neue Gebäude des Feindes haben sie Land verloren. Ich hoffe gar nicht, wie wenig das interessiert. Bring dem Mann doch mal ein Brett. Mensch. Er will doch nur ein Brett. Um dir den Kopf zu hauen. Weil du ihm kein Brett bringst. Uiuiuiuiui. Hätte ich doch da mal einen Fischer hinbauen können. Verdammt. Ich könnte hier noch eine Festung hinbauen. Ob die halt fertig wird jemals, ist die Frage. Das Problem ist, wenn er da noch was hinbaut, könnte eng werden. Ich sehe auch gerade die Frage, brauche ich jetzt links oder rechts weiter, ne? Also die Mühle und so, ne? Ich glaube, ich baue hier die Mühle hin. Hier eine Festung. Da das Bäckerei. Bäckerei kapiert. Lustig. Ja. Extra lange Straße noch bauen. Dass es vielleicht ein bisschen schneller geht. Ja, der hat da genug Platz, würde ich mal sagen. Kann ich hier oben vielleicht noch? Ich bin fast noch eine zweite Mühle. Zweite Mühle, ja, ja, eine Mühle, genau. Ist das weit genug von dem weg? Ich habe noch eine Axt und zwei Holzfäller. Dann kann ich doch da mal einen Holzfällerhandel hinbauen. Holzfällerhandel machen. Also hier will ich einen Holzfäller hinbauen, mal, damit er mal die Bäume aus dem Weg schafft. Oben. Und ich will einen Holzfäller haben. Ich lasse sie da erstmal den Kämpfen drauf. Und hier will ich einen Holz. Ein Förster. Der pflanzt da noch Bäume, das will ich doch nicht. Oh, der hat doch schon einen Holzfäller. Jetzt könnte ich da auch noch eine Festung hin. Ich kann doch eine Festung bauen. Heute ist Tag der offenen Festung! Und da so viele Festungen bauen, wie man möchte. Nee, so ein Türmchen könnte ich vielleicht doch noch in die Landschaft setzen. Merken wir uns mal vor, aber erstmal will ich noch hier ein
Um die ganzen Bäume da mal wegzubekommen. Und soll ich da oben noch einen Turm bauen? Soll ich oder soll ich nicht? Das ist hier die Frage. Wäre aber sicherlich nicht verkehrt, wenn ich noch irgendwas baue, komm. Einfach nur auf Sicherheitszwecken. Na ne, da will ich ja vielleicht noch einen hinbauen. Da darf ich jetzt nicht zu viel hinbauen, dann kann ich wieder nichts mehr hinbauen. So, was macht überhaupt meine andere Festung? Die nimmt langsam Form und Gestalt an. Da unten ist alles ruhig. Wie viel Generation habe ich denn gerade im Schloss? 5, okay. 2, 3, 4, 5. Ich krieg so wie langsam ewig wenig Leute und so. Es ist so scheiße. Egal, bald habe ich Gold. Es ist überhaupt militärmächtig aus. Oh, ich bin ganz schön weit aufgestiegen jetzt schon. Hm? Nach so einem kleinen Tief bin ich jetzt wieder oben auf. Gebäude bin ich oben auf, Land bin ich auf, alles bin ich oben auf. Ah, Militär, ja, fast ein Viertel. Gut, der andere hat halt mal über ein Drittel, aber... Ja, die haben wieder keine Soldaten mehr, die sie jetzt doch irgendwo hinschicken könnten. Nee, nee, kein Eisen, nein. Was hat denn der Lina so? Der hat wegen Kohle, das Gold hat er zugebaut. Sehr gut, finde ich super von ihm, da kann er wenigstens keine Goldminen bauen. Maximale Intelligenz, meine Damen und Herren. Max, ach nein, er hatte glaube ich nicht maximale. Ne? Intelligenz, meine Herren. Künstlich, ja. Und der Rode, was hat der Rode so? Der Rode hat nichts. Sehr gut, aber baut noch mehr Wachhäuser, ja. Hm, was hat der denn davor? Das können wir ja gar nicht. Könnte ich mir die ganzen Schlösser und Wachtürme, die ich jetzt noch. Ey, Burgen und. Nee, Schlösser, Festungen. Ach, leck mich. Das war sie eben Baugraben. Da ist nur einer drin. Ist da auch nur einer drin? Oh, das sieht so aus, als wenn nur einer drin wäre. Soll ich einen ersten Angriff wagen? Ah, ich habe doch genug zum Kompensieren. Schick mal drei los. Wahrscheinlich kommen da jetzt gleich andere Soldaten und ja. Oh, da kommen sogar Unteroffiziere nach. Sehr schön. Er kann mich theoretisch angreifen, ne? Dann mache ich mal hier sicherheitshalber das hier. Doch nicht den Obergefreien auch. Ihr wieder. Ah, ist noch ein Unterzieher drin. Warum schickst du den nicht auch noch raus? Dummes Spiel. War wahrscheinlich in dem Moment, wo die Anforderung kam, noch nicht drin. Ich habe da immer noch ein Schwert drin. Was zur Hölle? Das haben sie gleich reingetragen, würde ich mal sagen. Ja, die haben immer noch Platz, sehr gut. Ich könnte noch einen Weg darüber zimmern. Keine Ahnung, wie der gut sein soll, aber egal. Ja, ihr habt zu fressen, gut, gut. Mehr zu fressen ist im Bau. Apropos Bau, da ist tatsächlich nur einer drin. Oh, das gewinnen wir sogar. Geile Scheiße. Oder einen Mann zu verlieren. Und jetzt brennt sie ordentlich. Weißt du was? Dann machen wir hier mal diesen. Ne? Ja, wenn das nicht mehr notwendig ist, dann reißen wir den ganzen Scheiß wieder ab, weil. So, kann ich hier einen Weg nach draußen bauen? Ja, kann ich. Gut. Ich meine, damit wird die Festung überflüssig. Oh, ich kann schon Weg durch ins Feuer bauen. Das reiße ich nachher wieder weg. Gold! Gold! Weiß ich schon, dass es da Gold gibt. Toll. Meine Waren, wo? Starben sich schon wieder alles. Ja, so schlimm. Es war schon mal schlimmer. Und gleich voll besetzt, weil ich ja 3 angegriffen habe. Ich könnte noch ein paar Flaggen noch setzen. Kann ich hier keinen Fischer mehr hinbauen, aber ich baue halt dann noch einen hin.
Ist das nicht fast? Ne, es ist noch weit genug weg. Gut. Dieses neue feindliche Gebäude an sie Land verloren. Ach komm. Die sind doch eh tot. Die sind alle schon tot. Die wissen das nur noch nicht. Das zieht natürlich den Gelben überhaupt nicht weiter runter. Ich hab doch einen Gelben erobert, oder? Ja, das juckt den halt mal gar nicht, dass ich ihn gerade angegriffen habe und so. Nö. Das behindert ihn nur kurzfristig. Ist da vielleicht noch irgendwo ein Wachhaus mit nur einem drin? Der rückt jetzt schon wieder danach. Scheiße. Ach, jetzt schon wieder. War das nicht der Rote, der so 2 Milliarden Wachhäuser überall hinbaut? Ja, sieht fast so aus. Aber glücklicherweise. Da rückst du jetzt einen nach. Du gehst jetzt da rein, nicht? Nicht, oder? Nee, du läufst irgendwo anders hin. Ist da noch irgendwas so was Einsames? Hier unten. Aber dann halte ich noch vom Roten ab. Dann könnten sie sich vielleicht gegenseitig angreifen. Aber ich glaube nicht, dass da noch was passiert. Man weiß es natürlich nicht. Aber ich bin gut nach oben gegangen, muss ich sagen. Also haben wir nichts zu sagen. Ne? Der Rote ist nach unten gegangen. Na gut, die haben keine Waffen. Sie bauen wieder keine Waffen, diese schlauen Hunde. Finde ich super. Da ist die KI ein bisschen schwach. Ist die DOS-Version genauso? Kann mir das mal jemand sagen? Weil es in der DOS-Version anders, weil sie die KI da weiterentwickelt, weil es kam ja ein Jahr später raus, aber ich bezweifle das fast. Den Wegebug haben sie auf jeden Fall gefixt. Das weiß ich. Oder habe ich zumindest gelesen, denke ich mal. Nehme ich an, vielleicht, was weiß ich. Und das ist gefrei da drin. Oh Gott, wenn ich da angreife, bin ich ja tot. Die fallen ja tot um, bevor ich da bin. So, die Festung hätte ich mir total sparen können. Und den Turm da oben im Prinzip, ne, den baue ich mal. Der ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ne? Man weiß ja nicht, was man später noch bekämpfen muss. Und momentan bin ich ja noch zu schwach, um richtig Vollgas anzugreifen. Kann ich hier noch eine Mine irgendwo hinbauen? Dahin? Dahin. Naja, bis das mal fertig wird, dauert. Ja, da oben landen sie das Holz, wo kein Schwein baut. Wow, das sieht farblich sehr schön aus. Hat was. Wenn das Schwarze nicht wäre und das alles wie ein Gerade wäre, könnte es fast die Farben einer Flagge sein. Von Gayland oder so vielleicht. So in bunten Farben. Nein, da fehlt das Lila. Das Rosa. Lila ist hier drin. Und verlockt da auch noch anzugreifen. Na, ich habe angegriffen. Das war's verlockend. Ich konnte nicht überstehen. Oh, da kommen meine Unteroffiziere nachgerückt. Ich bin ja richtig entzückt. Zick, 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 zurück, zick, 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 zurück, zick, 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 zick. Wie viele Spitzhacken sind da drin? 0, was? Okay, passt. 4 Bergmänner habe ich schon und 3 Spitzhacken habe ich noch und was? Vielleicht war eine zu wenig. Ne, Moment, meine ich. Ey. Ich glaube, ich habe eine zu wenig. Schön. Schön, schön, schön. Dann muss ich die Produktion nochmal kurz anwerfen und zwar raus. Hier. Gib dem Mann noch mal ein bisschen Stahl. Aber nur ein bisschen, hört ihr? Apropos ein bisschen. Oh, mein Leutnant, der ist tot. Nein, er gewinnt. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, mein Leutnant. Moment, habe ich da nicht. Da müsste ich ja 2 haben. Ich habe sogar. Was? Ich habe einen Hauptmann? Ich habe einen Hauptmann, seit wann habe ich denn einen Hauptmann? Warum weiß ich davon schon wieder nichts? Verdammt.
Ich hab einen Leuten. Ich hab Hauptmann. Hammer. Ich weiß davon wieder nichts. Ich bin der Letzte, der das erfährt. Wo will der Gelbe denn hin? Was hat der denn vor? Es will mir nicht gefallen, was der vorhat. Ich weiß zwar nicht, was er vorhat, das gefällt mir jetzt schon nicht. Das wird ein langer Weg. Dieser Weg wird kein kurzer sein, sondern verdammt langer. Der will mich angreifen, oder? Ja, der will mich bestimmt angreifen. Ich hasse ihn, weil er mich angreifen will. Warum will er mich angreifen? Ich habe ihm doch nichts getan. Also, ich habe nie irgendwie seine Wachhäuser oder so mal angegriffen. Der greift mir jetzt an, oder? Nee, hä? Ich soll ihm noch ein Gelber rum. So betrunken bin ich doch noch nicht. Ist der hin? Er ist in den Fluss, in den See gefallen und ertrunken. Juhu! Aber ich weiß, wo mein Hauptmann ist. Geile Scheiße, ich habe einen Hauptmann. Und ich habe über ein Viertel der militärischen Macht. Jawoll. Es läuft halt sehr gut. Wenn ich nicht gerade 2 Milliarden Bausteine hätte, würde vielleicht auch mal eine fertig werden.